Willkommen bei Bitzer. Willkommen im Herz der Frische. Der EcoStar LHV5E oder LHV7E wird ab Werk auf einer Holzpalette mit übergestülptem Schutzkarton geliefert. Heben Sie den Schutzkarton nach oben weg und entfernen Sie die Palette gemäß der beigelegten Dokumentation. Positionieren Sie den EcoStar per Hubwagen, Kran oder Gabelstapler an seinem Aufstellungsort. Achten Sie auf eine Nivellierung des Untergrunds. Gegebenenfalls muss der EcoStar auf dem Untergrund befestigt werden. Mit wenigen Handgriffen erhalten Sie Zugriff zu allen Komponenten des EcoStar. Durch die einfach zu entfernenden Gehäuseteile ist ein schneller Zugriff zu den Komponenten des EcoStar für Inbetriebnahme und Servicearbeiten sichergestellt. Die optional erhältliche Schallschutzisolierung ermöglicht den Betrieb bei besonderen Schallanforderungen. Entfernen Sie die Transportsicherungen des Ecoline VariSpeed Verdichters. Dank der leicht zugänglichen und vorbereiteten Leitungsanschlüsse des EcoStar ist die Montage der Rohrleitungen sehr einfach durchzuführen. Der EcoStar ist ab Werk mit einer Überdruck-Schutzgasfüllung befüllt. Überprüfen und regulieren Sie die Stickstofffüllung mithilfe einer Manometerbatterie. Verlöten Sie die Sauggas- und die Flüssigkeitsleitung unter Schutzgas. Achten Sie auf eine adäquate Kühlung der Komponenten während des Lötvorgangs. Nach Montage aller Komponenten des Kältesystems erfolgt die Überprüfung der Dichtigkeit mit getrocknetem Stickstoff. Eine Druckstandprobe in ausreichender Zeit ist durchzuführen. Beachten Sie den maximal zulässigen Betriebsdruck. Evakuieren Sie das gesamte Rohrleitungssystem mithilfe einer geeigneten Vakuumpumpe bis zu einem Druck von mindestens 1,5 Millibar. Schließen Sie nun die Spannungsversorgung sowie die Steuer- und Kommunikationsleitungen gemäß der beigefügten Dokumentation und der einschlägigen Vorschriften an. Isolieren Sie die Sauggasleitung. Bestimmen Sie die erforderliche Kältemittelmenge anhand des Volumens des Kältesystems. Anschließend erfolgt die Befüllung mit Kältemittel. Beachten Sie, dass flüssiges Kältemittel ausschließlich in den Sammler gefüllt werden darf. Wenn erforderlich, erfolgt die Befüllung mit der restlichen Füllmenge während des Verdichterbetriebs gasförmig in die Saugleitung.
Eine leichte Prüfung der korrekten Füllmenge ist durch das einfach zugängliche Schauglas an der Anschlussseite des EcoStar möglich. Nun erfolgt die Überprüfung der Spannung und der Phasenfolge. Führen Sie anschließend die Parametrierung des Controllers durch, welche aufgrund des Setup-Guide in wenigen Schritten vollzogen ist. Darauf folgend starten Sie den Self-Test. Mit diesem Feature lassen sich alle Komponenten im EcoStar auf korrekte Funktion und fehlerfreien Betrieb überprüfen. Es erfolgt der Funktionsstart des EcoStar über das Bedienteil am Controller sowie die Funktionsprüfung aller Bauteile und Sicherheitsorgane. Auch hier ist die sehr gute Zugänglichkeit zu allen Komponenten des EcoStar von großem Vorteil. Der Ölstand des Ecoline Varispeed-Verdichters kann durch das leicht zugängliche Ölschauglas einfach überprüft werden. Dies muss bei Voll- und Teillast erfolgen. Gegebenenfalls muss zusätzliches Öl nachgefüllt werden. Der EcoStar kann über mehrere Schnittstellen sehr einfach mit einem Endgerät verbunden werden. Dank des integrierten Webservers und der Verbindung via Netzwerkkabel sind der Fernzugriff auf den Controller und die Fernwartung des EcoStar weltweit möglich. Mithilfe einer USB-Verbindung oder Wireless über Bluetooth kann der bedienerfreundliche Controller des EcoStar mit der Bitzer Best Software kommunizieren. Durch diese Möglichkeiten wird das Handling aller umfangreichen Funktionen des EcoStar zum Kinderspiel. Die Best Software ist kostenfrei auf der Bitzer Homepage zum Download verfügbar. Öffnen Sie die Best Software und wählen Sie New aus. Selektieren Sie EcoStar. Stellen Sie eine Verbindung mit dem EcoStar via USB-Kabel oder Bluetooth her. Im Menüpunkt Overview sind alle wesentlichen Parameter direkt ablesbar. Ein Anlagenschema zeigt den Betriebsstatus der einzelnen Komponenten an. Mit der Self-Test-Funktion lassen sich alle Gerätekomponenten auf ordnungsgemäße Funktion überprüfen. Ein Statusbericht des abgeschlossenen Tests kann erzeugt und gespeichert werden. Über den Menüpunkt Konfiguration lassen sich die Betriebsparameter verändern. Alle weiteren Gerätefunktionen, die den EcoStar so herausragend machen, lassen sich hier leicht einstellen und anpassen. Default Setting sind die Werkseinstellungen und Actual Setting stellt die gerade aktiven Betriebseinstellungen dar. Unter User Setting lässt sich der EcoStar einschalten und andere Betriebsparameter verändern. Durch Klicken auf Transfer können Sie alle Parameter an das Gerät übermitteln. Diese Werte erscheinen kurz danach bei den Actual Settings. Unter Monitoring werden alle gemessenen Betriebsparameter angezeigt. Die spezielle Funktion des Notbetriebs stellt sicher, dass der Kühlbetrieb bei solch einem Fall nicht unterbrochen wird. Der Verdichter und die Ventilatoren laufen dabei auf einer fixen Drehzahl, um eine weitere Versorgung mit Kühlleistung sicherzustellen. Dieser Vorgang wird im Folgenden simuliert. Der Alarm erscheint im Alarmmenüpunkt. Im Overview-Menü ist zu erkennen, dass der Verdichter auf einer konstanten Drehzahl läuft. Ein kompletter Data-Log der aufgezeichneten Betriebsparameter und Alarme lässt sich erzeugen und in einer Excel-Datei ausgeben. Mithilfe der integrierten Live-Log-Funktion werden die aufgezeichneten Betriebsparameter sehr übersichtlich in grafischer Form dargestellt. Der Webserver ist analog zur Bitzer Best Software aufgebaut. Der Zugriff erfolgt via Webbrowser durch Eingabe der IP-Adresse des EcoStar. Somit ist das Monitoring und die Fernwartung von überall auf der Welt möglich, wenn der EcoStar mit dem Internet verbunden ist.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wir hoffen, Sie sehen sich auch einige unserer anderen Videos an. Herzlichen Dank.